Ja, hallo, und hier sind wir wieder beim Forstmod. In der letzten Folge haben wir hinten die Bäume gefällt. Heute zeige ich mal das erste Tool, und zwar hier diese Rückezange, mit der man dann die Bäume auch abtransportieren kann, beziehungsweise dann später aus den Wäldern ziehen kann. Die hängen wir mal an. Schaut meiner Meinung nach spitze aus und erfüllt auch ihren Zweck. Ist noch ein bisschen buggy, aber wie gesagt, ist ja auch eine alte Version. Also ist nicht vergleichbar mit der aktuellen. Nur leider gibt es halt nichts Besseres momentan. Deswegen, so. Ja, Gewicht, hier sieht man schon auch, man kann mal Gerät wechseln. So. Auf hinten wechseln. Hier sieht man schon, das erste Fehler steht Gewicht sinken. Das ist aber kein Gewicht, das ist eigentlich die Rückkehrzange, aber na okay. So, jetzt sollen wir mal gucken. Mit der Maus können wir die links, rechts bewegen. Auch schön animiert, wie man hier sieht. Und wenn man beide drückt, so kann man zu und aufmachen. Also man hat ziemlich ein großes Feld, wie man hier sieht. Problem ist, bei den ganzen kleinen Bäumen funktioniert die leider nicht richtig. Deswegen wollen wir das gleich mal an den großen hier testen. Bitte hier dran kommen. So, hinterisch mal hinter. Ich habe das schon ein bisschen getestet in einer anderen Welt. Hat mit der leider nicht so geklappt. Es gibt natürlich auch noch andere Geräte, mit denen man Bäume abtransportieren kann. Deswegen wird da auch noch ein weiteres Video kommen. So, wir drücken mal V, um es zu senken. Ah, doch, scheint zu funktionieren. So, versuchen wir den mal irgendwie aufzukriegen da. Und das ist das Problem. Man kommt immer drüber rauf. Das hat noch nicht so, funktioniert noch nicht so ganz. Was natürlich in der aktuellen Version sicher schon gefixt wurde. Aber jetzt wollen wir mal hier durchkommen. So. Versuchen wir mal unser Glück hier hinten bei diesem Baumstamm da. Kann man den hier wegschubsen? Bisschen wegschubsen. So. Kann man hier mal V drücken. Und den mal so ein bisschen mitziehen. Vielleicht geht das. Na, fast. Rück, zurück? Nee, auch nicht. Ihr seht, da packt man eigentlich so drüber. Entweder ist der Schlepper zu groß dafür, damit der nicht ganz auf den Boden kommt. Das könnte man glatt mal testen. Ich kaufe einfach mal einen kleineren Schlepper. Ja, der Lindner, der ist sicher kleiner. Das machen wir mit denen. Reine Testzwecke. Vielleicht klappt es dann besser. Ich habe es bis jetzt immer mit dem Großen getestet, aber naja, mal gucken. Ja, für die, oh, die das erste Video nicht gesehen haben, einfach mal gucken. Da gibt es ein Video, wo wir die Bäume fällen mit der Motorsäge, die da hinten noch steht. Das sieht man dann. Und im nächsten Video geht es halt darum, wahrscheinlich, wie man die Bäume doch abtransportieren kann. Es gibt ja da auch noch einen Forstanhänger und so. Den zeige ich dann im nächsten Video. Und danach auch noch, wie man die Bäume ansehen kann, was man da beachten muss, weil es gibt ein paar Sachen, die man dann auch beachten muss beim Ansehen. Wird aber dann auch alles im Video erklärt. So. Ja, es schaut schon ein bisschen besser aus. Man sieht, wir kommen schon ein bisschen weiter nach unten. Also man darf nicht einen zu großen Schlepper haben. Scheint so. So, fahren wir mal hier ein bisschen in die Nähe. Versuchen wir uns ein bisschen hier einparken. Ist alles nicht so einfach mit dem Mod, da es doch noch ein bisschen buggy alles zusammen ist. Deswegen ja auch nur eine Alpha-Version. Noch nichts wirklich Gescheites. So. Versuchen wir mal, ob wir jetzt. Ja, wir können jetzt greifen, wie man sieht. Zack. Und kann damit. Man muss hier jetzt natürlich auch ein bisschen drauf beachten, der wird jetzt runterflutschen, weil wir auf der dünnen Seite sind. Aber man sieht, man könnte damit mal fixieren, mal hochlassen. So. Hier mal den Baumstamm mal auf. Tut man normal ja nicht so unbedingt, aber man sieht, man kann ihn abtransportieren. Also jetzt auch nach. So. Nach links und rechts bewegen. Also da die Kollisionen sind noch ein bisschen buggy, was natürlich auch dann gefixt wird. Da ist dann besser, wir schauen im nächsten Video mal den Forstanhänger an, damit kann man das besser aufnehmen.
Ich wollte in diesem Video nur mal zeigen, dass es auch so eine Rückenzange gibt. Eine Rückkehrzange, so genau gesehen. Die mir auch persönlich sehr gut gefällt. Sehr gut dargestellt, 1 zu 1 nachgebaut. Funktioniert auch, wie gesagt, in der Finalversion sicher besser, aber in der Alpha noch nicht so gut. Dann kann ich ja nochmal hier den Motorsäge zeigen, der ist ja auch noch da. So, für die einen, die das erste Video noch nicht gesehen haben. Hier, die kann man ganz normal in die Hand nehmen. Und hier mal die Palette zerschneiden. Geht leider nicht, aber immerhin. Gut, wie gesagt, wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Like da, ein Abo da. Alle Informationen zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt, wir müssen die Bäume abtransportieren. Bis dahin, viel Spaß und ciao Leute.